Also nochmal als grobe Guideline zu dem Contentplan für die YouTube-Videos. Grundsätzlich machen wir da sogenannte Long-Videos, die sind aber maximal 10 bis 15 Minuten lang. Warum? Weil wir diese sozusagen eins zu eins recyceln können auf Plattformen wie TikTok, Reddit und so weiter, funktioniert sehr gut. Ist auch nicht als Duplicate-Content dann gesehen, also ich habe das schon jetzt mehrfach getestet, die letzten Monate, funktioniert wirklich super. Und ja, einige Plattformen wie TikTok und Reddit und weitere andere Plattformen teilweise, die nehmen halt nicht mehr wie 15 Minuten als Maximum Länge. Deswegen, wir machen, und es ist auch eine sehr gut konsumierbare Länge für, sagen wir mal, sehr technische Inhalte. Ja, sollte auf gar keinen Fall zu lang sein. Die Leute, meistens auch Entscheider und so weiter, die haben zwar manchmal ein bisschen länger Zeit, konsumieren dann auch gerne ein Video, aber ultimativ lange Zeit haben sie dann doch nicht. Also ich sehe es auch bei mir und auch bei allen anderen, die ich kenne, aus der Branche, wenn ich jetzt halt ein Video habe oder auch in einem Videokurs, ist genau das Gleiche, wo ich sehe, ich schaue als erstes, okay, wie lang ist das ganze Video? Und wenn es irgendwie so ein Interview ist oder sowas, das über eine Stunde geht, dann fange ich sofort an rumzuzappen und so weiter und schaue, an welchem Punkt springe ich hin und so. Ich habe überhaupt keine Geduld. Also dann hört schon ganz auf, dass ich mir das von Anfang an anschaue. Also 10 bis 15 Minuten haben wir jetzt halt wirklich in den letzten Monaten mehrfach getestet. Wir bleiben also dabei, 10 bis 15 Minuten. Wenn du jetzt ein längeres Thema hast, dann machen wir sogenannte verkettete Videoserien. Ja, warum? Es hat auch den Hintergrund, einen großen Vorteil. YouTube im Algorithmus her belohnt halt gewisse Videoformate sehr stark. Das ist also das gleiche Prinzip wie bei Netflix. Ja, diese Ewig-Serien, ja, eine Folge, eine Staffel baut auf die andere auf und dann siehst du dich quasi um 5 Uhr morgens, bist immer noch davor, hast insgesamt 10 Stunden lang geguckt, ja, obwohl jede Serie oder jede Staffel für sich nur 45 Minuten lang ist, ja. Und auf YouTube ist es so ähnlich, also letztendlich, YouTube hat nur ein Ziel, die Leute, die Konsumenten, die User möglichst lange auf der Plattform zu halten, also möglichst süchtig zu machen. Und so wie jede andere Social-Media-Plattform auch genau das gleiche Ziel hat, um möglichst viel Geld über Werbung zu verdienen. Und wenn du jetzt immer verkettete Videos machst, letztendlich, du machst ein Video, du hast ein längeres Thema, unterteilst es aber so mal in 3 Videos. Jedes Video ist 10 bis 15 Minuten lang, das sind 45 Minuten, 30 bis 45 Minuten, kannst ein längeres Thema sehr gut abhandeln, aber machst sozusagen diese 3 Teile draus. Es kann auch länger sein, aber 3 Teile funktionieren häufig sehr, sehr gut. Und hast dann insgesamt eine Watchtime von 45 Minuten. Das belohnt dann wiederum Google, indem es dir eben dann mehr Visibility gibt. Also jeden einzelnen Teil wird dann eben häufiger ausgespielt und vorgeschlagen zu den eventuellen Zielgruppen, die dann wiederum häufiger dein Video sehen, das dann wiederum häufiger konsumieren oder vielleicht teilen, liken und abonnieren. Und so entstehen halt eben Viralitäten im Idealfall und starkes Wachstum von deinem YouTube-Kanal. Dann können wir als nächstes hergehen und diese 15 bis 15 Minuten Videos natürlich nochmal unterteilen in 3 bis 5 Minuten Videos. Also in mehrere 3 bis 5 Minuten Videos oder letztendlich Snippets daraus ziehen, die 3 bis 5 Minuten lang sind. Warum? Weil 3 bis 5 Minuten nochmal so eine Spanne ist, wo man letztendlich, wenn man nicht ganz so viel Zeit hat, gut konsumieren kann. Das spiegelt sich auch wieder zum Beispiel in den In-Stream-Werbeanzeigen von YouTube wieder. Na, die sind auch nicht überspringbar. Für eine gewisse Minutenanzahl, ja, und das ist zum Beispiel auch so ein Timeframe, und dann, wenn man mal in die Statistiken reinschaut, dann springen die meisten ab nach 2 bis 3 Minuten. Also das ist ja auch das, warum YouTube sagt, man soll also In-Stream-Werbeanzeigen, also Video-Werbeanzeigen in Google, ja, YouTube ist Google, nie länger machen oder, sagen wir mal, im Durchschnitt 2 bis 3 Minuten lang nur machen, weil man dann eben die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass sich die Konsumenten dieses Videotrailers bis zum Ende hin anschauen. Ja, mag nicht heißen, dass auch ein längeres Video mal funktioniert, aber das ist sozusagen das, was da generell vorgeschlagen wird, hat seine Gründe. Und warum funktioniert das? Magst du sagen, naja, das ist ja Duplicate Content. Nein, ist es nicht. Google belohnt das, wenn man sozusagen dann jedes 10 bis 15 Minuten Video in sich nochmal auf 2 bis 3 Minuten, 5 Minuten Videos nochmal unterteilt und nochmal hochlädt. Ja, nochmal vielleicht nochmal mit anderem Thumbnail oder mit anderer Beschreibung und so weiter, nochmal ein bisschen anders taggt. Ja, nochmal zu diesen Spezialthemen. Also nur vom Aufbau her, dass du, wenn du den Contentplan machst, dir
sozusagen auch Gedanken gleich machst, ja, wie sieht das Ganze dann im Endstadium aus? Ja? Also von hinten her letztendlich auch wieder Reverse Engineering Prinzip, auch bei der Planung deiner kompletten Videos und deines kompletten YouTube-Kanals. Ne? Was willst du letztendlich am Ende erreichen? Maximum Visibility, Engagement und dadurch eben Reichweite und eben Neukundengewinnung. Ja, ich habe ein sehr gutes Beispiel, dass das super funktioniert und eine Plattform, die das schon seit Jahren jetzt macht, ist die Bild-Zeitung. Also ja, ich habe mir mal eine Zeit lang auch die Bild.de, also den YouTube-Kanal von der Bild angeschaut. Da gibt es zum Beispiel dieses Viertel nach acht Format. Ja. Das ist immer sehr, sehr, ich bin eigentlich kein Konsument der Bild-Zeitung, aber dieses Viertel nach acht oder Viertel vor acht Format, da waren ja sehr interessante Diskussionen, auch zu Zeiten der Pandemie. Also sehr, sagen wir mal, sehr belebende, nicht nur einseitige Diskussionen. Und dann wurde eben, also es ist nämlich eine Runde von vier, fünf Personen, jede Person hat sein Thema. Und dann wurde das eben ausgestrahlt, also hochgeladen, es dauert meistens eine Stunde, dieses ganze Format, diese Show. Und aber jeder für sich hat dann von dieser Stunde, sagen wir mal, ich glaube, vielleicht 15, 20 Minuten Zeit. Und dann wurde das nochmal quasi zusammengeschnitten in vier, fünf Teile und die auch nochmal raufgeladen. Die kriegen auch nochmal massiv Visibility. Ja, das ist nämlich so, wenn nämlich die Leute nur spezifisch für einen Redner, für ein Thema dann interessiert waren, haben sie sich eben nur dieses Snippet angeschaut. Ja. Und dann eventuell doch nochmal das Ganze, hätten sie sich vielleicht das Ganze von vornherein nicht angeschaut, wenn sie nicht zuerst dieses eine Snippets angeschaut haben. Das ist auch so eine marketingpsychologische Komponente, wenn ich so mal, das ist einfach auch wieder das Trailer-Prinzip. Ja? Also ich schaue mir einen Trailer an von einem, sagen wir mal, einem Kinofilm, der ist irgendwie nur 60 Sekunden, aber der hat mich gehookt, jetzt schaue ich mir den nächsten Trailer an, der ist 3 Minuten. Ja? Und dann schaue ich mir den ganzen Film an. Ja? Also letztendlich die gleichen Prinzipien immer wieder, die es schon seit Ewigkeiten gibt, halt nur in anderen Formaten, im TV oder im Kino und so weiter, auch auf Bildzeitung oder was auch immer, und so machen wir das eben auch. Also wir erfinden das Rad nicht neu, ja, wir machen alles Dinge, die einfach bewiesen sind, dass sie funktionieren. Und dann aus diesem Videomaterial bauen wir dann pro 10 bis 15 Minuten Video nochmal 3 bis 7 Shorts. Die sind maximal eine Minute lang, müssen weniger als eine Minute sein, also 59 Sekunden ganz genau zu sein. Dann werden sie als Short akzeptiert. Die können wir nochmal taggen und so weiter und so weiter, nochmal verlinken und so weiter. Und was ist das jetzt nochmal massiv, hat hier nochmal erst vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen YouTube nochmal auch das Interface verändert. Wenn du zum Beispiel in Short konsumierst, dann ist dieses Short automatisch den anderen Shorts und dem Long-Video, dessen es angehört oder aus dem es herausgeschnitten wurde, zugeordnet. Das heißt, du musst dann letztendlich nicht mehr rumsuchen oder sowas, sondern du hast konsumierst das Short und kannst automatisch unten das Long-Video mit einem Klick anklicken. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt auch im Short irgendwas erzählst, ja, und das ist irgendwie nur, ja, wird dann eben raus, ist nur so halb angerissen, das Thema, weil du hast ja nur 59 Sekunden maximal Zeit, macht überhaupt nichts, weil du musst ja mit einem Klick bist du sofort im Long drin und kannst dir das komplett weiter anschauen. Und das ist ja auch der Hook dabei. Zudem kommt noch eine wahnsinnige Komponente, das ist aktuell aufgrund von TikTok, die ja sehr stark, auch massiv aggressiv in den Markt reingegangen sind, eben YouTube ausnahmsweise nach wie vor immer noch YouTube Shorts mit einer sehr hohen Reichweite belohnt. Bedeutet im Klartext das Prinzip, ich lade ein Video hoch auf YouTube, und es wird zu Leuten ausgestrahlt, die nicht bereits zu meiner Community gehören. Also es wird zu Leuten massiv ausgestrahlt, die noch nicht Abonnenten sind, die noch nie was von mir angeschaut haben, die mich nicht kennen und so weiter. Das heißt, Shorts sind nach wie vor die Elemente in deinem YouTube-Kanal, mit denen du Outreach erzeugen kannst, organisch, ohne dafür bezahlen zu müssen, mit barer Münze, zu potenziellen neuen Interessenten, Kunden etc., die dich überhaupt noch nie gekannt haben. Also letztendlich, das ist eben ein Algorithmus, der vor 5, 6, 7 Jahren war auch bei den Long-Videos bei YouTube stark war und hat dann enorm abgenommen oder sagen wir auch bei Content auf Facebook und dann enorm abgenommen, weil natürlich das immer diese Zyklen sind, wo man eine Social-Media-Plattform erstmal
ja, erlaubt sehr viel organische Reichweite, wie zum Beispiel auch bei TikTok noch vor 3-4 Jahren, hat man ein TikTok-Video hochgeladen, irgendwelchen Schmarrn gemacht, hat man 50.000 Follower gehabt, ja, und dann nimmt es immer sukzessive ab, dann führt man eben bezahlte Werbemaßnahmen, also Möglichkeiten der bezahlte Werbeanzeigen ein und so weiter, dann möchte man halt dann das Ganze möglichst die Leute dann reinziehen, immer weniger, immer mehr auszugeben für Reichweite. Und automatisch fährt man dann den Algorithmus so runter, dass es immer weniger möglich ist, organische Reichweite zu produzieren, bis dann fast bei YouTube vor ein paar Jahren schon fast überhaupt gar nicht mehr möglich war. Also es gibt massivste, also ich kenne Leute, die haben in ihren YouTube-Kanal mehrere hunderttausend Euro reingesteckt, ja, insgesamt, haben irgendwie 100.000 Follower und kriegen halt trotzdem pro Video nur 500 oder 1.000 Views zusammen, also 10%. 1% oder irgendwie sowas, ja, oder 5%, 5.000 Views, wenn sie glücklicher sind, ja, also wenn sie Glück haben. Und 5.000 Views von und haben aber 100.000 Abonnenten, ja, das ist dieses organische Prinzip, das eben YouTube zwingen will, dass die Leute mit Geld zusätzliche Videos pushen. Also sie wollen auf Biegen und Brechen nach wie vor Milliarden machen, ja. Nur darum geht es, um nichts anderes. Es geht erstmal nicht um dich, es geht nur um Google. Ja, und damit die noch reicher werden. Also letztendlich ist es das Prinzip, aber wie gesagt, die Shorts genießen aktuell noch eine organische Reichweite. Wer weiß, wie lange das noch so ist. Ich will mal davon ausgehen, sollte TikTok zum Beispiel jemals gebannt werden von dem US-Markt, ja, weil es eben ein chinesischer Produzent ist oder was, oder sollte TikTok auch, sagen wir mal, gebannt werden vom EU-Markt aufgrund von irgendwas, ja, dann und dann ist die Mitbewerberschaft, also Mitbewerber, was Short, Reels und so weiter betrifft, dann auf einen Schlag gewinnt dann sozusagen YouTube die ganzen Marktanteile oder werden aufgeteilt auf YouTube und Reels von Facebook und Instagram oder sowas, ja, dann würden die wahrscheinlich auch sofort den Algorithmus wieder runterfahren. Aber aktuell versuchen sie halt noch, die organische Reach von TikTok ein bisschen sozusagen zu konkurrieren und dadurch gewähren sie halt uns jetzt in dem Fall, Werbetreibende, User und so weiter und Anbieter, ja, ein bisschen mehr organisch Reach. Also du kannst davon ausgehen, dass wenn du, sagen wir jetzt, einen Short produzierst, einen einzelnen, nochmal Prinzip von Shorts, du hast jetzt halt ein Long-Video, 10 bis 15 Minuten. Daraus machst du jetzt fünf Shorts nur, ja. Jeweils 5 Minuten, also aus den 10 bis 15 Minuten, ein Drittel davon machst du in Shorts, ja. Übertreiben würde ich jetzt nicht, aber kannst gern 5, aber kannst auch 7 oder 8 machen. Und jedes davon bekommt wahrscheinlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, noch keine großen Abonnenten hast und du hast jetzt auf dein Long-Video vielleicht 20 oder 30 Views, dann kriegst du für jedes Short eventuell nochmal 50 Views und hast somit nochmal insgesamt nochmal 10 bis 20 Mal so viel Views, als wie auf dein Long-Video insgesamt akkumuliert. Ja? Was auch noch sehr, wir haben das wirklich sehr stark getestet, bei den Shorts hauen auch Kommentare und Likes viel schneller rein. Also es ist noch viel sensibler gegenüber von Engagement. Bedeutet im Klartext, wenn du jetzt ein Long-Video machst von 10 bis 15 Minuten auf YouTube und jemand kommentiert oder zwei Leute kommentieren, ist es erstmal kein, passiert erstmal nicht groß was. Das ist kein Unterschied. Ja? Also da müssen schon mal 20 kommentieren und so weiter, bis da der YouTube-Algorithmus dann dir dein Video wirklich ein bisschen weiter pusht, merklich pusht. Bei den Shorts ist es ganz anders. Sobald nur eine Person dort kommentiert, ja, pusht es sofort dein Short nach oben und du hast, sagen wir mal, anstelle von 30, 40 Views, 150, 200, 300 Views. Ja, ein, zwei Kommentare, boom. Ja, ist aktuell eben so. Niemand weiß, wie lange das noch so ist, aber auf jeden Fall aktuell ist es so und ich würde es halt einfach super ausnutzen. Versuchen hier wenigstens ein, zwei Kommentare zu bekommen. Und deswegen auch in den Videos immer wieder darauf hinweisen, kommentiert und so weiter. Also diese Call to Action des Engagements, super wichtig, weil das können wir dann rausschneiden aus den langen Videos, in Shorts packen, ja, und generell halt guten Content liefern, damit die Leute halt sowieso auch kommentieren und so weiter. Aber man muss halt wirklich auch sagen, speziell für den deutschen Raum, für den deutschen Markt, ist es halt so, dass also die Leute sind extremst faul. Also wenn ich das manchmal sehe auf englischsprachigen YouTube-Kanälen und so weiter, was da abgeht, ja, an Kommentaren und so weiter und so weiter und Likes und so weiter. In Deutschland ist halt irgendwie so der fette, faule, ja, Kartoffelsack, hockt da halt, ja, die bayerische Kartoffel, ja, und
der kommentiert nichts, der liked nichts, der konsumiert nur, ja, irgendwie so mit seiner halbe Bier irgendwie in der Hand. So stelle ich mir das manchmal vor, weil da passiert halt extrem wenig, wenn ich das mal vergleiche zu vielen englischsprachigen Kanälen und so weiter. Ne? Was da geht die Post ab, ja. Und deswegen halt öfter mal vielleicht auch darauf hinweisen, mal einen Call to Action mit einbauen in den Videos. Ne? Hier bitte liken, kommentieren, wenn das Video gefallen hat, wenn es dir weitergeholfen hat, wenn das und das und das. Ne? Okay, das war's. Also als Wrap-up, 15 Minuten jetzt halt mal aufgenommen. Kurzes, präzises Impuls, ja, Coaching-Impuls, ja, bezüglich dem Aufbau deines YouTube-Kanals, ja, was Softwareentwicklung betrifft und eben technische Themen und so weiter, wo meiner Meinung nach viel zu wenig Leute da das Thema überhaupt angreifen und sich trauen, da einen YouTube-Kanal aufzubauen, ja. Ist auf jeden Fall ist da massives Potenzial. Okay, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich.